Hallo Kollegin, Horst-Fan werden für die am Wochenende stattfindenden Museumstage noch zwei Wagen benötigt. Sie sollen diese jetzt überführen. Vorher muss aber noch dringend Ihre KÖF betankt werden. Rangieren Sie also zuerst zurück zur Bahnsteigstelle und versorgen Sie Ihre Lok mit Dieselkraftstoff. Viel Spaß! Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom TSC. Und zusammen mit mir, ich bin der Denny Spitters. Ich habe mir gedacht, da ich ja so gut wie gar nicht mit der KÖF gefahren habe in letzter Zeit, würde ich das mal gerne wieder machen. Und ja, ich lasse euch jetzt mal mit den folgenden Bildern alleine und melde mich gleich wieder bei euch. So, da wären wir in unserer KÖF angekommen, müssen allerdings als erstes mal den Motor starten. Das können wir über diesen grünen Schlüssel hier machen. Wir können derweil schon mal die Beleuchtung einschalten. Fahrtrichtungswender nach hinten verlegen. Die Bremse lösen. Und dann können wir loslegen. So, tanken wir mal auf. Sehr gut, die KÖF hat nun wieder genug Power im Tank. Sowie die Signalisierung es erlaubt, rangieren Sie weiter zurück bis zur Rangierhalttafel vor der Brücke und halten dort. Wunderbar, warten wir. Ja, morgen. Hier ist der Fahrdienstleiter von Altenburg. Deine Wagen stehen in Wildau auf Gleis 5 bereit. Danach hast du eine kurze Wartezeit auf Abstellgleis 6, um eine Regionalbahn vorbeizulassen. Sonst verläuft alles planmäßig. Hab verstanden. Alles klar. Servus. Ja, das ist, glaube ich, unser Startsignal. Um weiterzufahren. Dann machen wir das mal.
Aber ich warte hier mal ganz kurz, weil ich hatte vorhin eine komische Begegnung. Als ich nämlich hier unterwegs war, kam mir auf einmal diese Regionalbahn entgegen. Obwohl es ja ganz klar heißt, ich soll bis zum Rangierhalt fahren und dann bis zum Abstellgleis 6. War ich ungefähr auf dieser Höhe hier? Hier ungefähr. Als dieser plötzlich losfuhr und mir voll frontal entgegenkam, das war nicht so nett. Deswegen werde ich jetzt ein wenig warten, bis die hier ihre Ausfahrt hat. Oder warte mal. So. Wechseln Sie jetzt die Fahrtrichtung und rangieren Sie anschließend mit maximal 25 km/h über den kleinen Abstellbahnhof bis zum Halt zeigenden Ausfahrtssignal. Ich muss mal kurz was nachschauen. So, wir sind hier. Da steht die Regionalbahn. Ne, da. Die kreuzt hier natürlich voll unseren Weg. Die fährt jetzt los. Dann hoffe ich, dass sie hier lang fährt. Müsste ja normalerweise. Alles andere wäre ja irgendwie blöde. Ja, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Sonst würde die nämlich voll unseren Weg kreuzen. So, die wartet da jetzt, oder? Ja, dann können wir losfahren. So, jetzt passt es auch. Genau, da vorne ist der Umkehrpunkt und hier stehen unsere Wagen. Genau.
So, das hätten wir auch geschafft. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Rangieren Sie jetzt wieder vorsichtig zurück und kuppeln die Rekowagen an Ihre Lokomotive. Dann werden wir das tun. So, dann wollen wir mal kuppeln. Müssen wir das manuell machen? Also, geht doch. Diese Wagen müssen nun nach Hosfen gebracht werden. Sobald die Signalisierung es erlaubt, können Sie sich auf den Weg machen. Halten Sie in Hosfen auf Gleis 2. Zulässige Höchstgeschwindigkeit der Baureihe 323 ist 45 km/h. Ja. Dann werden wir erstmal wieder die Batteriefußwender nach vorne verlegen. Wir werden die Beleuchtung entsprechend ändern. So, und dann würde ich sagen, die Signalisierung erlaubt es. Können wir die Bremsen lösen? Und langsam losfahren. So, dann dürfen wir gleich 60. Beziehungsweise nicht mehr als 45, logischerweise. So, ihr seht selber gleich 10.
Wollen die natürlich nicht zu langsam werden, aber es ist nun mal Pflicht, hier 10 zu fahren. Warum auch immer. Dann wollen wir das natürlich auch machen. Also rein können wir die Wagen leider nicht. Schade eigentlich, weil es sieht eigentlich ganz schön aus da drin. Schöne Sitze. Naja. Ich möchte schon gerne die 1000 Punkte behalten. Von daher ist hier wirklich Fingerspitzengefühl gefragt. So, jetzt können wir erstmal wieder aufschalten. So, nicht mehr als 40. Gerade noch so rechtzeitig. Verstehen geblieben. Aber egal. Ein Punkt verloren. Das geht ja noch. Das ist gar nicht so einfach hier. Aber wäre ich zu schnell gewesen, hätte ich auf jeden Fall mehr Punkte verloren. Von daher kann man den einen Punkt noch verkraften, finde ich. So, volle Power.
keine 5 Kilometer mehr bis zum Ziel, aber die ziehen sich jetzt natürlich, weil wir nicht schneller als 45 fahren dürfen. Ein schönes Formsignal. Seht euch das mal an. Wunderschön, wunderschön. Zack, wunderbar. Aber eine sehr, sehr schöne Landschaft hier, also gefällt mir. Durch den Tunnel. Schaut euch mal diese Umgebung hier an. Wunderschön. Hier wird gesägt und gefällt und gebaut. Wunderbar. Und das sind es noch 2 Kilometer bis zum Ziel. Was eine wundervolle Gegend. Diese Weite, diese Natur, die Vögel zwitschern. Richtig schönes Szenario, muss man einfach so sagen. So, wir werden schon mal ein bisschen langsamer, weil gleich ist 30 angesagt.
zwar ab dem Signal, was da vorne kommt. Und ich wollte einfach mal jetzt auch ganz ohne Zugsicherungssysteme fahren, einfach mal vollkommen ohne Stress, einfach nur dieses Szenario genießen, die Landschaft, das alles an sich und ja, deswegen verzeiht mir, aber dieses Mal wollte ich wirklich komplett ohne PZB, ohne SIFA, ohne Zwangs und ohne alles einfach ganz gemütlich fahren und genießen. Aber gleich ist 30, so viel kann ich euch versprechen. Da seht ihr nämlich schon die 3 auf dem Signal. Bisschen langsamer werden hier. So, und da wären wir. Warten wir das soweit ab. Und sehen, was dann passiert. Das wäre geschafft. Kuppeln Sie hier bitte die Wagen von Ihrer Lokomotive. Das werden wir tun. Die Wagen können für die Sonderfahrten, welche dieses Wochenende stattfinden, hier stehen bleiben. Rangieren Sie jetzt vor bis aufs Gleis 12 und halten dort direkt hinter dem Gleis Sperrsignal der Gegenrichtung. Gut, dann werden wir das machen. Lösen die Bremsen. Schalten wir da Fahrtrichtungswender nach vorne und schalten langsam auf. Zu schnell werden.
So, und dann schauen wir, was jetzt passiert. Wahrscheinlich müssen wir noch auf einem Abstellgleis rangieren. Gehe ich mal stark von aus. Ich glaube nicht, dass wir die hier abstellen. Ah ja, jetzt einmal schnell raus aus der Köf und die manuelle Weiche hinter ihrer Lok stellen. Umschalten und G. Wechseln Sie dann die Fahrtrichtung und rangieren zurück zum Abstellgleis 10. Dort halten Sie neben Ihrem Kollegen, der Sie schon zur Kaffeepause erwartet. Ja, Kaffee kann man immer gebrauchen. So, das heißt, wir drücken die Umschalttaste und G, um die Weiche zu stellen. Zack, das wäre erledigt. Wechseln wieder mal die Beleuchtung. Die Fahrtrichtung. Lösen die Bremse. Und schalten langsam auf. So, und da vorne wartet unser Kollege. Wunderbar. So, dann schalten wir den Motor ab. Setzen das auf 0. Bremsen wir etwas höher. So, da warten wir einfach mal ab, was jetzt passiert. Super! Gönnen Sie sich jetzt in aller Ruhe eine Kaffeepause, bevor es im nächsten Szenario bei winterlichen Temperaturen auf Dampfsonderfahrt nach Wildau geht. Vielen Dank für die Wagenüberführung. Ja, und das war's dann mit diesem Szenario und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Es war eine Abwechslung, eine schöne Geschichte, ein schönes, ruhiges Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Sonntag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal in einem neuen Video. Euer Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.